So, nach einer kleinen Pause, wie gesagt, geht's jetzt erstmal wieder weiter. Ich hatte jetzt einfach mal gehofft, dass ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr grundsätzlich so, naja, so einen Haken habe. Also, ne? Dass das so weit passt. Okay, ja, was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt gucken. Ja, gucken. Gucken wollte ich. Ich dachte, dass ich hier schon gewesen bin. Oder nicht? Also dachte ich zumindest. Na, zumindest sieht man auf jeden Fall, dass ich hier auf der Strecke relativ gut aufgeräumt habe. Weil ich da mit dem Truck hier lang gefahren bin. Ich glaube, ich war jetzt mal, zum Propagandazentrum fahren oder sowas. Das kann ich auch gleich. Das, nee. Hier steht wieder kein Auto rum. Elefant, aber die kann ich noch nicht reiten. Hätte ich wahrscheinlich schon längst machen können. Aber da bin ich gar nicht so hinterher. Ein Händler. Hallo, hallo! Hallo, bist hallo! Och, nö. Eigentlich nicht. Was mir noch eingefallen ist, Jacks brauche ich noch. Bären. Hier brauche ich auf jeden Fall... Ich bin ja erst bei 1, genauso wie da. Oh Gott. Schneele... Also, ich brauche erstmal grundsätzlich Felle. Nö, keine Tapire. Na, willst du dir ein Tapir holen? Ein Auto. Aber auch nur eins. Ich hätte jetzt einfach das Blaue genommen. Oh, ich hab ihn direkt in den Schwanz getroffen. Wundert mich nicht, dass er daran nicht gestorben ist. Ja, hab den nicht so. Das ist ja nicht das erste Film. So, guten Tag, ich habe versucht, euch zu helfen. Tut mir auch leid, ich habe es nicht geschafft. Aber ich werde dafür sorgen, dass dieser Knochenzahnstocher und... Was hast du? Oh, ne. Er ist da unten! Alarm, Kuku! Oder Kaffee! Das jetzt bald. Meine Fresse. Oh oh. Entschuldigung, da hat sich gerade ein Nieserchen angekündigt. Nieserchen ist gut, ja. Okay, ja. Ich nehme aber den blauen. Ravi Ray Rana vom Sender Feuersführer. Meine Herren, Schoner Zwangsarbeit, Polizeigewalt, Bürgerkrieg. Das sind keine guten Zeiten, meine geradesten Brüder und Schwestern. Aber wer ist verantwortlich für unsere Misere? Paganin. Sagen wir es ganz offen, reden wir über den Elefanten im Porzellanladen. Paganin, ja. Sein Name klingt wie der einer kantonesischen Death Metal Band. Paganin, er sieht aus, als hätte er irgendjemandes Halloween-Kostüm geklaut. Paganin. Er sieht aus, als hätte er einen metrosexuellen Zuhälter ausgeraubt. Ja, er ist der psychotische Irre, der den Anführer des Goldenen Pfades ermordet hat und nun alles tut. Und unser stolzes Erbe als wahre Söhne. der gefällt mir, der ist witzig.
Unglaublich, ich lebe noch. Gibt's hier weniger Soldaten? So ein Glück. Ja. Aber es scheinen noch einige andere versucht zu haben. Ich bin sicher, dass ich sterbe. Ich schulde dir was. Was? Hier ist noch ein zweiter? Ohne den Außenposten wird's vielleicht wieder friedlicher hier. Ich weiß ja, dass ich hier hinten rum kann. Nur um dann nicht an den Straßen lang zu laufen. So, gucken wir mal. Naja, ich weiß, ich bin im Wolfsgebiet. Holt mich doch. Hier ist Gabi Ray Rauner vom Sender Weißkübert. Und Leute, wisst ihr, was ich habe? Tatsächlich. Axthöhle. Oh nein, ich warte gar nicht erst. So ist's. Aber ich bin vorangekommen. Ich sag, wage es. Und dann wagt ihr das auch. Schweinerei. Jetzt ist mir es egal, jetzt laufe ich. So, wir haben etwas Propaganda, hast du nicht gesehen. Guten Tag. Und deshalb, meine kyratischen Brüder und Schwestern, Alter. Esst ihr bitte niemals, niemals Krabbenrangoon in Kyrat. Ich bin Robbie Ray Runner und ihr hört im Moment den... OMG AJ Gale.
Na, leck mich doch am Arsch. Ich würde dir gern die Hand schütteln. Ich habe dich eine Weile beobachtet. Du leistest wirklich tolle Arbeit. Du bist also der Typ aus dem Radio. Ja, das bin ich. Die Stimme vom Sender Freiskürer. Robbie Ray Rana. Du kämpfst mit deinen Muskeln, aber ich mit Worten. Und du kennst das alte Sprichwort, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ich meine ehrlich, ich bin wie Rush Limbo, aber mit Seele und Gewissen. Außerdem, je mehr Leute sich von Pagan abwenden, desto weniger musst du töten. Dem kann ich nicht widersprechen. Tja, meine Möglichkeiten hier sind begrenzt. Ich verbreite die Wahrheit und mache die Lügen an den Kopf kürzer, aber einer muss die Drecksarbeit machen. Und sieh uns nur mal an. Klar, Choto ist dreckig, aber richtig aufmischen können wir keinen. Unsere einzigen Waffen sind Wasserpistolen und komm schon, Mann, deshalb hab ich auch diese Radioshow. Du hast die breiten Schultern und den Bizeps, um draufzuhauen. Du hast Propagandaposter abgerissen, das ist super, aber Pagans Propagandamaschine legt als Antwort noch einen Zahn zu. Seine Männer richten temporäre Propagandazentren ein und die verbreiten rund um die Uhr neue Lügen. Toll. Und was sollen wir tun? Siehst du diese Hardware? Hab ich selbst gebaut. Glaubst du, Choto hilft mir? Kommen sie ihn dir an, ein echter Grobmotoriker! Der Typ ist praktisch nutzlos. Damit überwache ich die Funkfrequenzen der Royal Army und konnte eines dieser Zentren aufspüren. Und ich sorge dafür, dass es den Betrieb einstellt. Herz und Verstand, AJ. Herz und Verstand. Es darf nicht sein, dass Pagan die Leute mit diesen Lügen vergiftet. Und dann hört die Propaganda auf? Nein, Mann, weit gefehlt. Aber keine Sorge, ich finde neue Propagandazentren, sobald sie entstehen, und schicke dir dann die Details zu. Bis dahin solltest du tun, was du am besten kannst. Zieh los, zeig's den Kerlen, Mann. Mach das erste Zentrum platt. Oh, shit. Ich muss weitermachen. Hey, danke dir fürs Vorbeischauen. Choto, mach ihm einen Chai. Los doch! Okay, sorry, das ist kein Fünf-Sterne-Hotel, aber wir tun, was wir können. Ist dir heiß? Brauchst du frische Luft? Verdammte Scheiße nochmal. Sorry, man kriegt hier nicht raus, wie in einem Hitzeschrank. Ist wie in Guantanamo Bay hier drin. War toll, dich zu treffen, Mann. Hey, wir sind zurück. Ihr hört Freies Kürat mit Rabbi Ray Rana und wir haben Fragen von unseren treuen Zuhörern erhalten. Die hier kommt von Janina. Sie schreibt uns Folgendes. Hi. Werde ich eigentlich schwanger, wenn ich mal meinem Freundchen die Hand halte? Toll. Willkommen in der Bravo. Oh, das klingt auch wieder so nach Unendlich-Quest. Dass die sich das unbedingt... Ich ahne was, dass die sich diese Scheiße von Fallout 4 abgeguckt haben. Ey. Oh Gott. Rette diese Siedlung. Geh mal dahin. Mach mal hier. Hast du nicht... Warte mal. Wenn man sich echt nur denkt, weiße halt die Schnauze. Bellen möge. So, jo. Alter, regt euch ab. Ey, dräng mich nicht von der Straße, du. Tapir. Na, das Auto ist doch rot. Wie viele Typen sind denn da? Zwei. Jungs, wenn ihr Glück habt oder wenn ihr bei Verstand seid, am besten nicht hier lang. Ein Honigdachs. Achso, ja, ich musste mit Fell, ich musste mit Fell fahren, klar. Ich musste mit Heil und Bogen fahren. Salz. Auf die Bremse! Was? Der König bin! Ich werde jeden meiner Kinder einstellen! Der König bin!
Radio ausmachen, wenn er aus dem Auto aussteigt. Nein, können sie nicht. Ach, das ist scheiße heiß. Meter kommt mir schon bekannt vor, aber nicht so, wie ich zuerst gedacht habe. Hey Junge! Mein Freund, ich kann dir viele Dinge zeigen. Oh, ich habe wieder 1 Million. Oh Gott. Und ich kann nichts ausgeben. Ich hoffe, das hilft dir auf deiner Reise. Wenn du noch irgendwas brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Ich höre einen Honigdachs. Oh nein! Scheiße. So, hier sind Tiger. Elende Dreckstöter! Weg hier! Den Honigdachs technisch gar nichts mehr machen. Ich
dachte, da brauchte ich honigdachstechnisch noch irgendwas. Nee, doch nicht. Oh. Seid vorsichtig! Und ich freue mich hier schon theoretisch. Ich freue mich hier schon theoretisch ein zweites Arschloch, dass ich jetzt das noch hinkriege. Weiß man nicht, dass da wahrscheinlich nicht mal ansatzweise irgendwie gekonnt ist. Zusammenkunft hier etwas frei, soweit ich weiß, wird dort kein Scheiß. Das ist echt starker Tobak, was da abgeht. Ich meine, ich bin ein aufgeschlossener Kerl. Immerhin moderiere ich hier eine Gratis-Sendung. Ein Gratis-Radioprogramm für euch, oder etwa nicht? Bin ich spießig, weil ich die Leute nie verstanden habe, die auf abgedrehtes Zeug stehen? Ich meine, Sex macht Spaß. Und dafür bin ich dankbar. Ich tue es, sag danke und bleib in Bewegung. Aber wenn man seine Festplatte in das Floppy-Laufwerk von einem Mädel stecken will und dazu noch die Mittelklammern und Peitschenfahrzeug, dann hört es für mich auf. Okay, ich fixe sowas eh zu. Okay, zu leicht blaue Flecken. Ich weiß noch einmal, war ich mit einem Mädel zusammen, die auf SM stand. Und sie schrie, fick mich. Und fing dann an, mich zu schlagen. Und es kam irgendwie an wie,
richtig. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist mein Vietnam. Ich weiß gar nicht, was passiert und erkenne keinen Sinn darin. Also, ich bin ein ganz einfacher Typ. Ganz einfach. Ist aber schlecht. Nein! Ja! Hund, ich leg dich um! Hast dich mit dem Falschen angelegt! Es gibt keinen Kommen! Ich will dich bluten sehen! Heute sterbst du! So! Scheiße! Niemand wird um dich trauern! Ja. Ich bin so ein Noob, was das angeht, das gibt's doch gar nicht. Und die lässt einfach hier liegen. Das ist nicht. Eingeschaltet und ich bin Rabbi Ray Rana. Also ich möchte über Anita reden, furchtlose Freiheitskämpferin, respektierte Anführerin und quasi der harte Kern des goldenen Pfades. Ganz zu schweigen davon, wie scharf sie mit einer Waffe aussieht. Alter Anita. Hier bin ich waffenlos. Theater. Hi. Du siehst cool aus. Ja, es sieht echt übel aus hier, aber ich nehme trotzdem alles mit, ist okay, ne? Aha. Ein Wildschweinüberfall war das bestimmt. Paul hat dich überfallen? Dann will er anscheinend deinen Tod. Er ist ein gefährlicher Gegner und kämpft nicht fair. Wer ist Paul? Paul de Bleu? Nicht? Ich dachte. Hier nicht ein Händler? Ich hab gehört, du hast die Jäger getroffen. Ein Freund von mir hat das alles mit angesehen. Dass ich die Jäger getroffen habe? Okay, cool.
der pennt. Ich bin immer so frei, ne? So. Namaste. Ja, der auch. Und was ist das für ein Punkt? Nur weil ich es noch nicht entdeckt habe, oder wie? Oder was? Oder wie? Oh. Sehr schwer. Ich würde jetzt ja gerne dahin, aber da ich hier keinen Original-Wegpunkt habe, müsste ich theoretisch wieder hier hin. Die Rebellen haben das Lager in einem gefährlichen Waldstück errichtet. Sie wurden gewarnt, aber sie wollten nicht hören. Ja, alles in irgendeiner Form überhaupt nicht hin. Also hier kriegt keiner was gebacken irgendwie. Hunde, Adler, Elefanten, Ameisen. Oh. Gesegnet sei das Schwein. Ich habe den Weg gar nicht gesehen hier. Jalungs Rache. Ne, Rachen. Unterschied. Ob Rache oder Rachen. Und hier gibt es noch Post. Ach, da hinten. Eine Ziege oder was? Soll ich mir hier jetzt den Heiligen Gral raussuchen? Tiger, der ein Tapir frisst. Aber ich wollte irgendwie... Eigentlich wollte ich dahin, hä? Und da komme ich wie hin? Ah, ich höre die Maske schon.
So.